Schade aber auch, naja, egal, der letzte Part für heute. Und leider ein bisschen zu spät auf die Aufnahmetaste gedrückt, der Ort wurde gerade in die Luft gejagt, wie man so sieht. Mitten bei mir unten ist ein Creeper gespawnt und ja. Tschüss. Das war dann, ja. Die Todsünde. Genau das, was ich gesagt habe, ist passiert. Und meine Katze sagt auch schon, sie hat die Schnauze voll für heute. Oh mein Gott. Schön, oder was? Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich weiß nicht, was da los ist. Willst du auf den Schoß? Sie guckt mich mit großen Augen an. Ja, ja, sie will auf meinen Schoß. Alles klar. Schade, dass ich keine Facecam habe, sonst hättet ihr jetzt eine Minecraft-spielende Katze gesehen. Sehr bestimmt interessant aus. Ja, das ist ja. Oh, guck mal, die ganzen Leitern sind weggebasht vor. Dieser verfluchte Creeper. Naja, okay. Ich hab's überlebt. Aua, mehr oder weniger. Nein. Zack, da hast du deine komischen Fackeln. Yay, Fackeln! Fackeln! Und jetzt kann ich hier wieder hoch und dieses scheiß Loch füllen. Nein! Aua! Was tust du? Klar, ich hab's geschafft. So, gleich einen Schaden, aber ich hab's geschafft. So, hier müssen wir mal gucken, hier müssen wir auch mal einen anderen Aufgang machen. Das ist auch noch nicht so das Ideale, sag ich mal. Ja, das kannst du ja gerne mal in Angriff nehmen. Ich habe genug Stein, wir können auch Steintreppen dahin bauen. Hauptsache, ich habe genug Dreck für den ganzen Dreck hier. Ein Glas voll Dreck. Ich habe noch einen Dreck. Willst du Dreck haben? Ich habe ein paar Stacks, ich denke mal, und wenn ich für Anfang auskommen. Oh, verdammte Scheiße. Was hast du denn jetzt schon wieder los? Sie hat ihre Krallen rausgeholt und baut sich ein Bett auf meinem Schoß. Oh, lecker. Au, 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 au. Das war Liebe, meine Lieben, deine lieben Freunde der Nacht. Ich dachte jetzt sonst, was wäre passiert? Nein. Ja, hallo. Mit sowas Unwichtigem. Mit sowas Unwichtigem? Hallo, die zerpflückt gerade meine Beine. Ich weiß, ist doch toll. Und alles dazu. Oh Gott. Schadenfreude ist doch echt die beste Freude. Ich hasse dich. Ich dich auch. Ja, ich dich auch noch. Ja, ich dich auch, Orton. Ich dich auch. Oh, es gibt nächste Woche so eine Schelle. Was? Ja, komm du mir mal wieder zum Training. Oder ich mal wieder zum Training. Wenn mein Auto dann irgendwann mal wieder funktioniert. Live. Wenn ich denn mal einen Führerschein hätte. Ja, aber ich bin gerade dabei. Wenn meine Fragenbögen nicht so scheiße aussehen würden. Ja, das Aussehen verändern die nicht. Ja, ist klar. Du musst einfach die Antwort, die am längsten ist und jetzt komm mir bitte nicht mit Logik. Am logischsten. War klar. Du musst die längste Antwort ist oft die richtige. Das hat mir mein Fahrlehrer damals gesagt. Aha. Und er hat recht. Was ist das für eine Logik? Die längste Antwort ist meist die richtige. Ja, nein, weil die längste Antwort meistens, weil so und so und außerdem bla bla bla. Ne, diese ganze belehrende Begründung dahinter steht. Aha. Na, so da. Ich muss hier ausgerechnet jetzt meine scheiß Schaufel vergessen. Ja, und meine Spitzhacke ist leider gerade eben Ja. Der Borsten. Was soll ich mit einer fucking Steinspitzhacke? Hallo? Geht's noch? Steinerbomben! Aua! Mann! Das war notwendig. Ja, war Notwehr. Ich sah wieder aus wie ein Creeper, ne? Mhm. Ja, genau. Du, mich, auch. Warum haben wir hier so viele fucking Schaufeln? Was stimmt eigentlich nicht mit dir? Hat dein Mama dir zu viel das Schnuffeltuch weggenommen oder so? Mann, mein Schnuffeltuch, jetzt erinnere mich doch nie dran. Okay. Sorry, ich wollte jetzt nicht ganz so gemein sein. Läuft, ne? Aber. Ich mag doch den Keks. In dem Fall Schnuffeltuch.
Okay. So. Also ich kann Dreck nicht gegen eine Axt tauschen. Das funktioniert hier nicht. Minecraft ist nicht advanced. Ich tue den Dreck einfach mal zusammen zu dem Stein, weil... Wir sollten... Vielleicht könnte man ja mal überlegen... Ein Lagerhaus? Einen Keller unter dieses Haus zu bauen, damit man da... Oh, ein Lagerhaus, da sagst du was. Ein Lager bauen. Welches Haus lässt sich hier als bestes als Lager nutzen? Du? Ja. Komm mal her. Ich sehe von hier bis hier... Platz. Da kann man sogar einen Durchgang machen. Soll jetzt quasi an dieses Häuschen hier ergänzen. Ja, quasi ein Lagerschuppen bauen. Quasi. Und quasi sind wir voll. So, lass mal sehen. Was hätten wir denn da? Das ist schön, ich brauch gar nichts machen. Das Tageslicht hilft stark. Licht. Und dadurch, dass ich mich nur nach unten baue, ist das Licht immer schön. Straight auf diesen Point. Ja, ich muss nur dann später, wenn ich dann... Ah, da bist du, Penner. Hä? Nee, ich habe gerade einen Creeper fallen hören und dachte mir so, wo bist du? Wir müssen definitiv, das Dorf schützen. Ausleuchten und Mauer. Oh mein Gott, habe ich gerade viel Eisen gefunden. Oh mein Gott, ich könnte mir gut vorstellen, dass dies nicht der erste Spot ist, der hier runtergehen wird. Spot? Ja, dein Spot hier, der hier runtergeht, so straight. Nein, ich könnte mir gut vorstellen, dass das wird, da wird es noch mehrere von geben, stimmt. Ich bin halt so. Ich baue halt gerne. Straight. Straight nach unten. Hat sich bei mir im Singleplayer damals, seinerzeit, als ich noch jung war, immer bewährt. Oh, jetzt kommst du mir nämlich jung. Hallo? Die Zuschauer können ja mal raten, wie alt ich bin. Oha. Also ich sag's mal so, ich wurde im Freibad schon mal auf 23 geschätzt. War total erkrankt. Du wurdest im Freibad schon mal auf 23 geschätzt? Der Wahnsinn. Und dann hast du Hallo gesagt und dann haben sie gesagt, oh, 12. Nein, so schlimm war es auch nicht. Nee, da waren wir auf dem... war ich gerade da und irgendwie so, wie alt bist du eigentlich? Ja, rat mal, 23? Ach, hatte ich irgendeine angesprochen? Ja, das ist immer das Witzige. Du lernst die verrücktesten Leute im Freibad kennen. Und? Lief da was? Alter, das kleine Mädchen da war nicht älter als 6 oder so. Oh, dann ist sie aber ganz schön früh reif, finde ich so. Na, hi, wie alt bist denn du? What the fuck? Nein, wie gesagt, man kann auch... Hildobert! Oh, ja, jetzt geht's das wieder los. Nein, man kommt auf die schwachsinnigsten Gespräche. Irgendwie, wenn da jetzt wieder irgendwie... Das war irgendwie drei Plätze hinter mir. Ich hatte da mit dem Typen vor mir gelabert, weil da irgendwer auf dem 1-Meter-Brett irgendwie nicht da runterkam. Aber ich trau mich nicht. Alter, das ist 1 Meter. Jetzt springen! Genau, hallo, was? Naja, und dann irgendwie kam da das Gespräch und die dann so... Und die aus der letzten Reihe... Wenn du nicht so aufregst, meine Fresse, wie alt bist du eigentlich? So, Alter. Soll jetzt mein Alter das rentieren, dass ich mich aufregen darf? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Ja, kein das Schimmer. Weil, wenn man älter ist, darf man sich jetzt über Jüngere aufregen vielleicht. Vielleicht daran, keine Ahnung. Was eine Logik. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist halt, ne? Ach, warum nicht, ne? Lass mal sehen. Ich mach das anders. Ich baue direkt neben dem Feld, sag ich mal, direkt gegenüber so ein kleines Lagerhäuschen. Du kannst auch einen Teil von dem Kuhstall wegmachen. Noch wieso denn? Ja. Die könnten so langsam mal in diesen einen Bereich zurück. Ja, wir sollten vielleicht mal unser Haus anfangen. Ach nein, das noch nicht. Dafür haben wir viel. Eigentlich sollten wir echt unser Haus wirklich in diesem Dorf lassen. Wir bauen ja hier runter. Naja, wir sollten am besten durch diese ganzen Minenschächte vielleicht irgendwann nochmal einen Tunnel dahin bauen. Und das dann mit Minecarts verbinden. Oh yeah. Jetzt fängt das Träumen an. Ja, jetzt geht's los. Okay, also ich will nur meinen fetten Turm. Der reicht mir schon. Ich hab schon Kartoffeln gekriegt, also... Yay, und Möhren und so. Und Möhren. Und dergleichen. Obwohl, Möhren sind ja nicht so, weiß ich nicht. So. Jetzt kommt mal her.
Warst du eigentlich letztens mal wieder im Kino? Ich? Nee. Jo, genial. Echt das, dieses Gesicht, dieses. Nein, herrlich. Hey, hier, Leute, hier bin ich. Kommt her. Ja, genau. Ja, ganz genau. Ja, jetzt fängt eigentlich zu dritt durch ein so ein Törchen. Das wird nix. Ja? Kuh Nummer 1? Nein. Oh, das ist. Och, jetzt komm schon. Wahre Probleme. Aber sowas von, das musst du dir mal reinziehen. Die sind so blöd. Meine Fresse, was für Kühe. Warte, ich komme. Nee, ich reiß hier einfach mal eben dein komisches Türchen auf. Ich löse dein Problem. Schon gelöst. Hier, hey, Leute, ich hab Weizen. Wollt ihr das nicht haben? Ich hab Weizen, verdammte Hacke, jetzt kommt her. Ihr nicht, ihr sollt da hinten bleiben. Ihr sollt herkommen. Los, beweg dich, Kuh. So, da können wir jetzt bleiben. Los, Kuh, beweg dich. Nein, nicht schlagen, das ist nicht gut. Hier, kommt, ihr scheiß Biester. Ja, genau. Hey, hallo. Okay, kannst du mir einen Gefallen tun? Bringst du das mal weg, hier, da. Ja, komm. Komm. Alter Mann, der Zaun ist schon halb auf, jetzt. Oh. Es ist genial. Es ist ein. Ja, Kuh Nummer 1. Herrlich. Warum folgen sie jetzt auf einmal alle ganz straight mir? So, da kann er bleiben. Okay. Wo ist überhaupt mein Zaun? Wo geht's hier überhaupt runter nochmal? So, herrlich. So, ich hab's geschafft, herrlich, da könnt ihr bleiben. Der Wahnsinn! Und schon wieder ein Creeper auf dem Dach, ich glaub's nicht. Er hat einen Creeper auf dem Dach. Ja, ich hab einen Creeper auf dem Dach. Einen Sockenschuss hab ich sowieso. So. Alles klar, wird schon wieder dunkel, 12 Minuten haben wir auch. Ich würde sagen. Du kannst ja mal ins Loch gucken, ich bin schon weiter unten und verabschiede mich dann von hier. Witzig. Ich muss hier erstmal Creeper loswerden. Nein, nicht direkt vom Haus hochgehen, das wäre uncool. Auch nicht so? Nein? Nein, das heißt jetzt, stirb doch! Sterbi! Ah, oh, jetzt komme ich damit. Sterbi. Oder so. Ach komm, alles muss man selber machen. Hi. Wo ist der Creeper? Schon platt. Ah. Wow, super. Ja. Also wir haben zumindest schon mal ordentlich eine Tiefe. Ich würde mal sagen, ja, es geht. Bevor du reinfällst. Ich höre schon wieder einen Zombie. Zombie. Keine Ahnung, wo er ist. Ruf nach Hause. Zombie. Gleich ein paar Kühe vermehren lassen, denn wir brauchen Fleisch. Fleisch. Brauchen wir das Waschbecken. Schmeiß mal. Wir brauchen mehr Thron für Stein. Ja, ich weiß. Sag's nicht. Ich weiß es. So. In diesem Sinne, gute Nacht und so. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Ja. Genau. Tschüss. Ciao.